So, wunderschönen guten Abend. Heute ist der 26.09.2023. Und Leute, die mich gut kennen, von WhatsApp, die wissen, dass ich hier jeden Morgen joggen war. Immer hier in die Richtung und dann ist aber der Sonnenaufgang logischerweise zunächst im Rücken und da hinten geht dann die Sonne auf. Jetzt scheint da hinten der Mond. Und einmal wollte ich doch in diese Richtung gehen, nicht joggen heute Abend mehr, sondern ein bisschen am Strand spazieren gehen. Hier in Can Picafort auf Mallorca und ich wollte euch mal ein bisschen mitnehmen, während es im Hintergrund immer dunkler werden wird. Die Hotels hier an der Promenade sind schon hell erleuchtet. Ach, guck mal da, Schatzi ist auch da. Hat noch ein Baileys in der Hand. Ja, das sieht schon ganz gut aus. In den letzten Tagen ist hier allerdings ein bisschen Seegras reingekommen. Das war so in unserer ersten Urlaubswoche gar nicht. Und ihr seht es jetzt hier vorne schon. Hier ist eine größere Portion Seegras angekommen. Wir waren Mitte letzter Woche einmal, mein Herzenswunsch muss immer sein, einen Tag in Son Serra de Marina. Und da war wirklich, ja, alles Seegras. Der ganze Strand voll bis weit rein ins Wasser. Hier ist es ja tatsächlich nur hier vorne. Aber da war wirklich weit rein. Da konntest du, so weit konntest du gar nicht raus, als dass du dann irgendwann kein Seegras mehr hattest. Das ist hier eben manchmal so. Seegras ist ein gutes Zeichen, dem Meer geht's gut. Auch an der Promenade gibt es Geschäfte. Das Meer jetzt Ende September ist noch sehr warm. Angegeben wird es immer so circa mit 26 Grad. Das hatten wir jetzt in den gesamten 10 Tagen, die wir jetzt hier sind. Das Meer hat sich nicht verändert. In den ersten Tagen hatten wir Nächte, da war die Temperatur in der Nacht 24 Grad. Jetzt in den letzten Tagen ist es doch merklich kühler geworden, so dass es morgens, wenn ich zum Joggen gegangen bin, doch mal nur 14 Grad oder so war. Aber dann merkst du natürlich hier beim Laufen, wie schön warm das Meer ist und auch der Sand wird dann immer sehr gewärmt. Wenn du hier drüben gehst, dann merkst du, wie der Sand kalt ist und wenn du dann hier wieder in Richtung des Wassers gehst, dann ist der Sand wunderschön warm. Im Hintergrund, auch weit im Hintergrund, das Dunkle, das sind keine Wolken, das ist das Tramuntana-Gebirge. Im Vordergrund die Lichter, das ist alles Playa de Muro und Port Alcudia. Ganz rechts die Lichter, das ist auch nochmal ein Stadtteil, das nennt sich Al Canada. Da im Hintergrund die Berge natürlich auch wieder. Das Tramuntana-Gebirge und dazwischen wäre noch die Bucht von Puyenza. Da schwimmt noch jemand. Seht man, hier leuchtet sogar der Mond jetzt im Sand. Im Hintergrund da auch der Hafen von Can Picafort. Ja, nimmst du die Schuhe? Ja. Dann nehme ich das Glas. Hier unser gemixter Baileys. Guck mal, hier sind die Liegen türkis. Noch eine andere Farbe. Vorne ist gelb, hier ist türkis, weil da hinten ist rot. In Playa de Muro sind sie beige, würde ich mal sagen. Hier vorne jetzt noch, ja, vor den Hotels, ist hier so eine kleine Felsensandbank. Eignet sich mal hervorragend für etwaige Fotos, wenn man drauf steht.
zum Baden natürlich ein bisschen störend irgendwie. Aber das ist hier halt so, auch dieser kleine Stein hier. Seht mal, alles voll Muscheln da drin. Der ganze Felsen besteht wahrscheinlich aus Muscheln. Und so könntest du jetzt hier noch 4 Kilometer weit laufen, bis du an dem kleinen... Das ist oder Muschel. Ja, irgend sowas, ne? Bis du an dem kleinen Hafen an Playa de Muro ankommen würdest, da müsstest du tatsächlich einmal raus bis an die Straße, um diese Einfahrt für den Hafen da überwinden zu können. Aber ansonsten kannst du hier praktisch durchlaufen bis Port Alcudia. Was dann, ich weiß nicht, 8 Kilometer oder so sind. Tja, jetzt unser Fazit für weitere 11 Tage hier in Canpicafort, kann man einfach sagen, das ist schon ein sehr touristisch geprägter Ort mit unglaublich vielen Einkaufsmöglichkeiten, unglaublich vielen Bars und Kneipen und Restaurants und halt logischerweise Geschäfte zum Shoppen. Uns gefällt das sehr gut, gerade der Strand hier ist natürlich mega. Ne, wenn du willst, kannst du hier direkt an der Promenade, was nicht so unseres ist. Oder du gehst halt ein Stückchen weiter und dann kommst du da in die Dünen, in das Naturschutzgebiet hinein. Und da hast du dann auch ein bisschen mehr Ruhe vielleicht. Und einfach nur einen traumhaften Strand mit total sauberem Wasser. Ja, da geht's kaum besser. Gut. Da liegen noch Taschen, weil die da im Wasser sind. Jetzt kommen die roten Liegen gleich. Ja. Genau bis zum Ende der Häuser. Also ich glaube auch an den ganzen Videos oder so konnte man schon sehen, dass der Ort hier, der liegt uns halt am Herzen, ist uns ans Herz gewachsen sozusagen. Und ja, wir können das einfach nur weiterempfehlen. Wenn du jetzt natürlich hier auf Party und so weiter stehst, dann klar gibt es hier irgendwo Discos, aber dann musst du an die Playa de Palma, ne, ganz klar nach Arenal. Wenn du sowas suchst, dann bist du hier ein bisschen verkehrt. Aber für Familien oder für Paare oder wie auch immer, wenn du ein bisschen Trubel haben willst, gibt es das hier. Wenn du ein bisschen Ruhe haben willst, gibt es das hier auch. Den Strand, wie gesagt, wenn du kleine Buchten willst, ist das hier vielleicht auch nicht unbedingt der beste Platz, ja. Da musst du dann schon ein bisschen fahren, um zu kleineren Buchten zu kommen, und guckt euch mal das Ding hier an. Das ist sie. Macht unheimlich was her. Aber ich glaube, da musst du auch ein paar Scheine mehr in die Hand nehmen für oder als für das, was wir gebucht haben. Okay, jeder wie er mag, ne? Ich fahre lieber ein paar Tage länger und ein paar Mal öfter im Jahr weg. Da ist er, ich werd verrückt. Oder das Kind hat sowas.
als dass ich vielleicht mir das nur einmal leisten kann und bin dann hier in so einem Luxusbunker. Aber ich habe dann zwar da vielleicht den Luxus mit Essen oder das Zimmer ist, was auch immer, ja, da kannst du auch nur drin schlafen. Und die Klimaanlage ist da auch nur kühlt. Aber wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Aber wer sich's leisten kann, wer sich's leisten will, meine Güte, Gottes Willen, dafür gibt es ja verschiedene Hotels. Aber aussehen tut das schon klasse. Aber dafür müsste ich mit meinen YouTube-Videos 1 Million mehr Menschen erreichen. Dann könnte ich mir das vielleicht auch leisten. Aber wie gesagt, dann hast du das Hotel. So wollte ich ja eigentlich fortfahren, aber du hast dann nichts anderes. Ja? Der Strand ist das Gleiche. Oder die Gegend. Oder einfach die Natur. Oder ich weiß nicht, was solche Menschen dann im Hotel machen. Wenn du dann so viel Geld dafür ausgegeben hast, dann willst du wahrscheinlich nicht mal raus aus dem Bunker. Weil du sagst, du hast das Ganze alles bezahlt. Und das Essen und die Poolbar und was weiß ich, was es da alles so gibt. Ich meine, das gibt es bei uns auch, aber deswegen verbringe ich trotzdem nicht die ganze Zeit in meinem Hotel. Weil ich will ja hier die Inselschönheit sehen. Lecker essen und trinken, das kann ich auch zu Hause. Und gut schlafen. Da muss ich nicht in so einen Luxusbunker. Wie gesagt, da bin ich lieber längere Zeit hier oder wohin ich auch immer Urlaub machen möchte. Und genieße die Sachen, die ich eben nicht zu Hause habe. Ja, ich habe hier zu Hause nicht den Strand und ich habe nicht das schöne Wetter und die schöne Landschaft hier und was es hier alles so zu entdecken gibt. Und das will ich ja so viel wie möglich haben. Oder wie seht ihr das? Da hinten kommen noch Autos runter. Schade, dass wir nicht zoomen können. Jetzt wahrscheinlich auch schlecht zeigen. Da hinten, dahinter ist der Mirador Es Colomer und oben der Aussichtsturm Albercoz. Da waren wir ja schon öfter mal hochgefahren und man konnte da eben Lichter sehen. Wahrscheinlich fahren da immer noch die Autos runter. Ich hätte auch gerne mal den Sonnenuntergang gesehen, aber es hat sich dies Jahr einfach nicht angeboten. Teilweise hatten wir gesundheitliche Probleme und deswegen ja, ist sich das zeitlich einfach nicht ausgegangen. Wir waren gar nicht oben. Zumindest nicht oben am Aussichtsturm. Am Mirador, Colomer, waren wir. So, und guckt euch den Himmel an. Ist das nicht einfach geil? Ich könnte hier ewig stehen, ja. Und wenn ich daran denke, dass wir morgen Nachmittag hier abgeholt werden, das ist schon, ja, traurig, ne? Aber das kennt wahrscheinlich jeder. Irgendwann ist jeder Urlaub mal vorbei und dann tritt man die Heimreise an und überlegt sich, ja, wo will ich als nächstes hin? Und fest steht, wir sind nächstes Jahr wieder auf Mallorca, ganz klar. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel. Und ja, dann wird es sicherlich weitere Videos von uns geben. Wir machen natürlich auch so weiter Videos. Aber die Mallorca-Zeit ist dann jetzt erstmal vorbei. Alles hat so seine Zeit. So, jetzt müssen wir mal sehen, ob wir Jessie hier irgendwo wieder eingefangen kriegen. Die ist da hinten nämlich sitzen geblieben. Mal wie hell der Mond ist, aber es ist noch nicht Vollmond. So, echt schon ein bisschen dunkel jetzt, glaube ich. So in die Richtung, ne? So, ich halte noch ein bisschen mehr auf die Promenade. Das macht schon was her, keine Frage. Okay, ich denke, ich werde Jessie da hinten schon irgendwo finden. Damit sage ich das erstmal wie immer. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem unserer weiteren Videos wieder. Und tja, bis zum nächsten Mal dann. Aber
Ein Video machen wir morgen auf jeden Fall noch. Also macht's mal gut.